Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Dresden und Berlin sind weitere Angriffe auf Politikerinnen bekannt geworden. Gestern Abend wurde in Dresden eine Grünen-Politikerin bedroht. In Berlin ist Wirtschaftssenatorin Giffey leicht verletzt worden, als sie in ihrem Wahlkreis eine Bücherei besuchte. Als Tatverdächtiger wurde ein 74-jähriger Mann festgenommen. Nach Angaben der Ermittler gibt es Anzeichen für eine psychische Erkrankung. Er wurde deshalb in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Berlins Wirtschaftssenatorin und ehemalige Bundesfamilienministerin Giffey heute bei einem öffentlichen Auftritt. Schon gestern Abend, nach dem Angriff und kurzem Aufenthalt in einem Krankenhaus, hatte die SPD-Politikerin demonstrativ ihre Arbeit fortgesetzt. Es ist wie eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält, nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Und das ist etwas, was mich zunehmend besorgt, wenn wir uns überlegen, wie unsere Demokratie eigentlich aufgestellt sein soll für die Zukunft. Gestern war Giffey bei einer öffentlichen Veranstaltung in dieser Stadtteilbibliothek in ihrem Wahlkreis Berlin-Rudow attackiert worden. Mutmaßlich von einem 74-Jährigen, der Polizei bekannt ist aus dem Bereich des Staatsschutzes und der Hasskriminalität. Der Beschuldigte wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Möglicherweise haben wir jetzt gerade eine Situation, in der viele Nachahmertäter auf den Plan kommen, weil sie angeregt werden durch diejenigen, die in vorderster Front und dann auch in den Medien erscheinen und glauben, dass sie in einem bestimmten Rahmen handeln können. Noch ein weiterer Angriff gestern auf ein Wahlkampfteam der Grünen, dieses Mal in Dresden. Ein 34-Jähriger reißt zwei Wahlplakate herunter und das vor laufender Kamera eines Deutsche Welle-Teams, das die Wahlkämpfer begleitete. Die Polizei stellte zwei Tatverdächtige und ermittelt unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und auch wegen eines Hitlergrußes. In einer aktuellen Befragung kommunaler Amts- und Mandatsträger durch das Bundeskriminalamt gab fast die Hälfte an, innerhalb eines halben Jahres Opfer von Anfeindungen geworden zu sein. Über 80% sagen, das macht etwas mit mir. Ich habe da psychische oder auch körperliche Folgen. Und fast 20% sagen, ich trete nicht mehr an oder ich überlege, zurückzutreten. Das hat am Ende auch ein Ausmaß, von dem man diskutieren muss, ist das jetzt schon demokratiegefährdend? Bis auf Weiteres wird Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey nun von Personenschützern begleitet. Die CDU hat zum Abschluss ihres Parteitages die heiße Phase des Wahlkampfs zur Europawahl in einem Monat eröffnet. Dazu sprach EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich erneut um ihr Amt bewirbt. Sie griff in ihrer Rede vor allem die AfD an. Die gebe sich zwar vaterlandstreu, habe aber Kontakte zu Autokraten in Russland und China. Ein Tänzchen für Europa. Gemeinsam haben CDU und CSU die heiße Phase des Europawahlkampfs eröffnet. Für den CDU-Chef ist es eine Schicksalswahl, weil Antidemokraten wie die AfD das Projekt Europa bedrohten. Wenn die demokratischen und freiheitlichen Kräfte es nicht schaffen, bei dieser Europawahl die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europäischen Union für sich zu gewinnen, dann steht mehr auf dem Spiel als nur eine parteipolitische Verschiebung da irgendwo im Europäischen Parlament. Auch Ursula von der Leyen, die erneut EU-Kommissionspräsidentin werden will, sieht in der AfD und den anderen rechtspopulistischen Parteien eine Gefahr für die Demokratie und den Wohlstand in Europa. Für eine Zusammenarbeit mit den Christdemokraten gäbe es klare Bedingungen. Erstens ein klares Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Zweitens ein klares Bekenntnis zur Ukraine und gegen die Verbrechen des Kreml. Und drittens ein klares Bekenntnis zu unserem Europa. Deshalb mit Kremlknechten, Demokratieverächtern und Extremisten ist kein Staat zu machen und auch keine Europäische Union. Mit Blick Richtung Kreml fordert sie, dass Europa wieder mehr in Frieden und Freiheit investieren müsse. Wir müssen vor allen Dingen in die Verteidigungsindustrie in Europa investieren. Wir wollen ein Europa, das sich selbst verteidigen kann. Wir wissen, wie wichtig die NATO ist, aber wir wollen einen starken europäischen Pfeiler innerhalb der NATO.
Parteichef Merz sichert von der Leyen zu, die Union werde alles dafür tun, dass sie Kommissionspräsidentin bleibe. Das Ziel für die Union bei der Europawahl dürfte klar sein, deutlich mehr als 30%. Die größere Herausforderung aber sind wohl die drei Landtagswahlen im Osten und die Regierungsbildung danach. Die USA haben eine Waffenlieferung an Israel ausgesetzt. Grund sind offenbar Bedenken gegen die angekündigte Offensive in Rafah. Verteidigungsminister Austin sagte, wie es weitergehe, sei noch nicht entschieden. Derzeit werde die Lage überprüft. In der Stadt im Süden des Gazastreifens haben Hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht. Die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas dauern weiter an. Bilder des israelischen Militärs vom Einsatz im Osten von Rafah. Die Armee spricht von einem gezielten Antiterroreinsatz. Im Bereich des Grenzübergangs Rafah befänden sich Tunnel und Schmuggelrouten der Hamas. Aus Sorge vor einer groß angelegten Offensive setzen die USA zum ersten Mal eine Waffenlieferung nach Israel aus. Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass Israel keinen großen Angriff starten sollte in Rafah, ohne die Zivilisten dort zu schützen. Insgesamt sind laut palästinensischen Angaben seit Kriegsbeginn fast 35.000 Menschen in Gaza getötet worden. Diese Geflüchteten sind dem Militäraufruf gefolgt, haben Rafah verlassen, hoffen nun auf Sicherheit in der sogenannten humanitären Zone. Doch sicher sei es nirgends, sagen die UN. Entweder ist dort nur noch Schutt oder kein Trinkwasser, keine Sanitäranlagen, keine Gesundheitsversorgung. Und Sicherheit bedeutet nicht nur Schutz vor Bomben, sondern auch Zugang zu Wasser, Medizin und Schutz vor Wind und Wetter. Der Grenzübergang Kerem Shalom ist laut israelischen Angaben wieder geöffnet. Die Hilfslieferungen seien aber noch nicht bei den Menschen angekommen, sagen die UN. In Kairo gehen heute die Vermittlungsgespräche über eine mögliche Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln weiter. Einer der vielen Konfliktpunkte ist nach wie vor die Frage, was in Gaza passieren soll nach einer temporären Waffenruhe. Die Hamas fordert den Abzug der israelischen Truppen und einen endgültigen Waffenstillstand. Das ist für die israelische Regierung keine Option. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat seine Europareise fortgesetzt und EU-Beitrittskandidat Serbien besucht. Die Länder pflegen schon lange enge Beziehungen. China hat dort Milliarden in Infrastrukturprojekte und Bergbau investiert. In Belgrad wurde Xi von seinem Amtskollegen Vučić und tausenden jubelnden Menschen empfangen. Die Politiker unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft. Xi bezeichnete ihr Verhältnis als eiserne Freundschaft. Morgen wird er zu Gesprächen in Ungarn erwartet. Vor 79 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der vollständigen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Europaweit wurde heute an den Tag der Befreiung erinnert. In Russland findet das Gedenken erst morgen statt. Lange war das auch in der Ukraine so. Inzwischen wird dort aber auch am 8. Mai gedacht. Ein Schritt weg von Russland und hin zu Europa. Als in Europa der Zweite Weltkrieg endet, ist Diana Schewtschenko 12 Jahre alt. Wie Millionen Menschen in der Ukraine ist sie ein Kind des Krieges, muss hungern und immer wieder Schutz vor deutschen Angriffen suchen. Bomben sind geflogen, so wie wir es auch jetzt erleben. Und dann haben wir uns im Keller versteckt. Wir sind mit einer Leiter nach unten geklettert und haben uns da versteckt. Mehr als 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, schätzt das ukrainische Institut für nationale Erinnerung. Wie hätte ich auch nur daran denken können, dass sich in meinem 90. Lebensjahr die Hirne unserer einst besten Freunde so verdrehen würden? Heute erlebt Diana Schewtschenko, wie ihre Urenkelin Sarina im Krieg aufwächst. Ich hoffe sehr, dass sich die Kinder das alles nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Es ist eine große Wunde für das ganze Leben. Wie ihre Uroma ist auch Sarina, 79 Jahre nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands, ein Kind des Krieges.
Ich habe Angst, aber wenn ich spazieren gehe, vergesse ich das irgendwie. Die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Für die Menschen in der Ukraine ist sie so präsent wie an keinem anderen Ort in Europa. In zahlreichen Ländern, wie hier in Frankreich, wurde heute an den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg vor 79 Jahren erinnert. In Paris legte der französische Präsident Macron am Grab des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen einen Kranz nieder. Auch Tschechien erinnerte mit einem Gedenkakt an die Befreiung von der nationalsozialistischen Besatzung. Auf dem historischen Dreimaster Belem ist das olympische Feuer von Griechenland nach Frankreich gebracht worden. Im Hafen von Marseille wurde die Flamme von zahlreichen Schaulustigen empfangen. Dort wird voraussichtlich noch bis tief in die Nacht gefeiert. Das Feuer soll nun quer durch Frankreich bis nach Paris getragen werden, wo am 26. Juli die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele stattfindet. Mit einer riesigen Zeremonie wird das olympische Feuer in Marseille willkommen geheißen. Die Kunstflugstaffel malt die französischen Nationalfarben in den Himmel. Begleitet von mehr als 1000 Booten kreuzte der Dreimaster Belem mit dem olympischen Feuer an Bord vor der Küste. Schon den ganzen Tag haben die Zuschauer im alten Hafen auf die Ankunft gewartet. Es ist absolut außergewöhnlich. So etwas werde ich ja nur einmal im Leben sehen. Es ist ein historischer Tag. Wir sind total froh, dabei zu sein. Und dass die Flamme bei uns in Marseille im Süden ankommt, macht uns stolz. Mehr als 100.000 Menschen sind gekommen, um bei der Ankunft der Flamme dabei zu sein. Darunter auch der französische Präsident Macron. An den Eingängen genaue Personenkontrollen. Die Ankunft des Olympischen Feuers ist für die französischen Sicherheitsbehörden eine Generalprobe für die Sportereignisse im Sommer. Mehr als 6.000 Polizisten sind heute im Einsatz. So ein Polizeiaufgebot hat es in Marseille noch nie gegeben. Die Boote im Hafen wurden vorab mit Spürhunden auf Bomben untersucht. Das Hafenbecken von Minentauchern durchkämmt. Eine spezielle Einheit des Militärs steht zur Drohnenabwehr bereit. In Frankreich gilt die höchste Terrorwarnstufe. Wir wappnen uns vor terroristischen Bedrohungen, auch wenn sie sich nicht in erster Linie gegen die Olympischen Spiele richten. Die Gefahrenlage in Europa und Frankreich ist nun mal hoch. Umringt von Polizisten, wie hier bei einer Übung, wird die Flamme dann von mehr als 10.000 Fackelträgern durch Frankreich getragen. Im Juli soll sie dann in Paris ankommen, pünktlich zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Nach ihrem Einzug ins Champions-League-Finale sind die Spieler von Borussia Dortmund mit Fangesängen am Flughafen empfangen worden. Gestern Abend hatten sie das Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain mit 1:0 gewonnen. Anschließend feierten sie bis in die Morgenstunden im Mannschaftshotel. Es ist das dritte Mal, dass der BVB im Finale der Königsklasse steht. Rund um den Borsigplatz in Dortmund kannte die Euphorie keine Grenzen. Zum ersten Mal seit 11 Jahren steht ihr Club, steht die Borussia wieder im Endspiel der Champions League. Wir haben es allen gezeigt, wir haben es Paris gezeigt. Wir sind so stolz drauf. Und jetzt hoffentlich holen wir noch den Pott. Das war so crazy. Auch die Gefühlswelt der Dortmunder Verantwortlichen und ihrer Mannschaft im Pariser Stadion geprägt von einer Ausgelassenheit, wie man sie im Profifußball nur nach ganz großen Siegen erleben kann. Ich glaube, viel besser kann man das nicht machen, dass wir Paris geschlagen haben, eine Mannschaft, die hunderte Millionen in die Hand genommen hat, um diesen Titel zu gewinnen. Das einzige Tor des Abends köpfte Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels. Nach dem 1:0 aus dem Hinspiel praktisch die Vorentscheidung zugunsten der Westfalen. Gegen einen Gegner, der gleich viermal im heimischen Stadion am Torgestänge scheiterte. Doch wer gegen die favorisierte PSG-Mannschaft zweimal ohne Gegentor bleibt, der hat sich den Finaleinzug letztlich auch verdient. Ja, jetzt fahren wir alle gemeinsam nach London und dann werden wir alles dran setzen, den Henkelpott nach Hause zu holen. Heute Mittag ging es für die Borussen nach ziemlich kurzer Nacht zurück in die Heimat. Am Samstag wartet in der Bundesliga das Spiel in Mainz. Doch wenn sie ehrlich sind, dürfte den Spielern schon jetzt das Finale im Wembley-Stadion am 1. Juni im Kopf herumspuken. Der Gegner wird heute Abend ermittelt zwischen Real Madrid und Bayern München. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 9. Mai.
Hoher Luftdruck sorgt vielerorts für Sonnenschein. Im Süden hinterlässt das abziehende Tief aber noch Wolken, die heute Nacht gebietsweise Regen bringen. Sonst klart es verbreitet auf. Regional bildet sich Nebel. Nachdem der sich aufgelöst hat, gibt's morgen viel Sonnenschein. Im Nordwesten halten sich noch kompaktere Wolken aus der Nacht, ebenso südlich der Donau, wo es mancherorts regnet. Aber später wird es auch in den anfänglich wolkigen Regionen freundlicher. An Nordsee und Inn heute Nacht wieder um 10, im Norden und im Bergland nahe 0 Grad, inklusive Bodenfrost. An der See morgen um 15, sonst vielerorts um oder etwas über 20 Grad. Am Freitag viel Sonnenschein im Norden und Nordosten allerdings etwas dichtere Wolken und ein paar Schauer. Ähnlich auch am Samstag, aber am Sonntag wird es insgesamt etwas unbeständiger. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es bei Ingo Zamperoni um die Frage, was wir als Gesellschaft gegen die Gewalt gegen Politiker tun können. Außerdem begleiten wir 800 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs ukrainische Soldaten in ihrem Alltag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.